Also da gehört definitiv kein Fisch hin. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und im letzten Video haben wir quasi die komplette Optik und Animation, einfach das komplette Design des Menüs fertig gemacht und alle Bilder angezeigt etc. pp. Und nun werden wir die Funktionen integrieren in die Buttons unten und das werden wir dann auch tun. Ihr könnt natürlich die Buttons anordnen, wie ihr wollt. Das spielt keine Rolle innerhalb von eurem Menü dann. Ich habe sie hier unten angeordnet. Die können auch rechts sein oder kreuz sie quer. Oder ihr könnt das auch völlig anders aufbauen. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. So. Ach ja, und ich habe offscreen, wie gesagt, die Blitze hinzugefügt. Das könnt ihr euch hier nochmal angucken. Falsches Event. Das wäre es gewesen. Da habe ich dann einfach mal noch eine Eventpage hinzugefügt. Und hier noch die Variable Blitz random zufällig zwischen 120 und 1200. Aber wie gesagt, ist nicht Teil dieses Tutorials und dementsprechend, wenn ihr es sehen wollt, drückt kurz Pause oder geht einfach in den entsprechenden Ordner, das war der falsche, in Fisch im Rock, einfach in Maps und dann bei fertige Maps, da ist es dann quasi die fertigen Maps von mir und da könnt ihr euch das dann auch nochmal angucken. So, gut. Wir machen jetzt den Input für das Menü. Wir machen wieder ein neues Event. Wie gesagt, ich mache das nur, damit es sortierter ist. Ihr könnt das auch halbwegs in ein Event rein sortieren oder ihr könnt es auch theoretisch, wenn ihr das wollen würdet, könntet ihr das auch als gewöhnliche Ereignisse machen. Aber dadurch, dass sich das eh nur alles auf dieser einen Map abspielt, mache ich das hier oben links immer alles rein. Das ist für mich persönlich am besten. Ihr könnt es aber handhaben, wie ihr möchtet. So, wir nennen das Event Input. Dann weiß ich immer, hier ist der Input drinne und die komplette Funktionsweise des Menüs. Wir werden als allererstes, denke ich mal, abfragen, ob die Taste OK gedrückt wird. Quasi. Oder nein, wir fangen mit den Pfeiltasten an. Genau, wir fangen mit den Pfeiltasten an und dann machen wir die Taste OK. Wir fangen mit den Pfeiltasten an. Das ist am einfachsten, denke ich mal. So. Wir fangen wieder mit Bedingungen an. Ganz einfach, wie man es kennt. Achso, eins habe ich noch vergessen. Natürlich die Bedingungen für die Eventpage brauchen wir noch. Wenn das Title-Menü aktiviert ist, also offen ist, und wir brauchen einen Auslöser, in dem Fall, ach Quatsch, Autorun brauchen wir. Und nicht parallel. Nicht vergessen, Autorun, nicht parallel. Autorun. Hatte ich vorhin beim letzten Mal einen Fehler gemacht. Mache ich nicht nochmal. Passiert. Ich habe es aber korrigiert gehabt. Noch im Video. Gut, wir gehen also auf die erste Seite hier bei den Ereignisbefehlen unter bedingte Verzweigung und suchen aus Taste gedrückt nach links oder Taste gedrückt nach rechts, je nachdem, wie ihr anfangen wollt. Wir fangen mit rechts an und werden dann reinschreiben, was passiert, wenn ich die Taste rechts drücke. Wenn ich die Taste rechts drücke, dann soll Folgendes passieren. Es soll ein Es soll eine Variable soll erhöht werden um 1. Genau. Eine Variable, die quasi die Position des Menüs angibt. Wir nehmen dafür Variable steuern, Variable und die nennen wir dann einfach, keine Ahnung, Title Menü, zum Beispiel Title Menu. Okay. Damit wir wissen, das ist das Titelmenü, weil wir werden vielleicht noch später weitere eventbasierte Menüs ins Spiel einbauen und dann sollten wir es nicht nur Menü nennen, sondern Title Menu. Einstellen auf, oder nein, hinzufügen, Entschuldigung, 1. Immer hinzufügen. So, wenn ich nach rechts drücke, wird addiert um 1. Wenn, bedingte Verzweigung, diese Variable Title Menu 4 ist, dann soll sie wieder auf 0 gesetzt werden, weil wir nur bis zu 3 hochzählen. Wir zählen von 0, 1, 2, 3. Damit haben wir 4 Optionen und mehr als 4 Optionen haben wir nicht. Und wenn quasi die fünfte Option erreicht, soll das Ganze einfach wieder auf
Null gestellt werden. Also Title Menu wird dann wieder auf Null gestellt. Wenn wir also nach rechts aus dem Menü rausgehen würden, fangen wir wieder links an. Das werdet ihr dann gleich sehen. Das ist ganz easy zu verstehen, denke ich mal. So. Haben wir das auch. Dann machen wir das Ganze für links. Kopieren einfach, fügen es nochmal ein. Leertaste zum Bearbeiten, nicht vergessen. Nach links. Wieder Leertaste zum Bearbeiten. Subtrahieren 1. Leertaste zum Bearbeiten. Wenn das Ganze minus 1 ist, also unter 0, dann soll das Ganze auf 3 gestellt werden. Also wenn wir nach links rausgehen, fängt es rechts wieder an. Und hier, wenn es nach rechts rausgeht, fängt es links wieder an. Ist ja eigentlich relativ logisch alles und nachvollziehbar, denke ich mal. Nun werden wir die Grafiken verändern. Bedingte Verzweigung, genau. Wenn Title Menu gleich 0 ist, soll Bild bewegen. Wo haben wir es? Zweite Seite natürlich, Bild bewegen. Dann haben wir die Bilder 21 bis 24 natürlich, 24, Mensch, 24. Okay, wir brauchen immer die Y-Koordinate 6, 5, 9. Wie ich diese ermittelt habe, habe ich euch, glaube ich, im letzten Video erklärt. Und die Deckkraft in dem Fall 255, genau. Das ist ja genau, und warten dann aus. Das ist ja genau, wenn das Title-Menü 0 ist, ist ja Bild 21 aktiviert. Und Bild 21 war bei uns wieder falsches Event, nicht schlimm. Bild 21 war ja bei uns die Menübar neues Spiel. Bild 21. Bild 22, dann Menübar laden. Bild 23 ist dann Option und Bild 24 ist beenden. Am besten, ihr schreibt euch das auf einen Zettel dann. Wenn ihr ein eigenes Menü bastelt, dann braucht ihr nicht immer hin und her gucken. Und dann könnt ihr nicht verwirrt werden. Dann passiert dann nicht so viel. So, wir kopieren uns das Ganze jetzt einfach nochmal und stellen das Ganze jetzt auf 22, 23 und 24. Aber ändern die Deckkraft dann jeweils auf 0. Wenn das Menü auf den Index 0 gestellt wird, wird die Grafik neues Spiel quasi sichtbar gemacht und die anderen drei Grafiken unsichtbar gemacht. Und viel mehr ist es im Grunde gar nicht. Und das Ganze kopieren wir uns jetzt nochmal dreimal rein. 1, 2, 3. Für die Nummer 1, die Nummer 2. Ups. Immer mit Leertaste kann ich es dann bearbeiten. Und die Nummer 3. So. Ich muss ja nur gucken, dass ich jetzt die anderen, also die richtigen, unsichtbar mache und beziehungsweise sichtbar. Hier ist es dann dementsprechend die 22, die sichtbar werden soll. Und die 21 soll hier auch unsichtbar sein. Und hier ist dann die 23, die sichtbar wird. Und hier beim letzten ist es die 24, die sichtbar wird. Und die 21 wird unsichtbar. Jetzt, theoretisch, könnte es schon funktionieren. Wir haben aber ein kleines Problem, das werdet ihr gleich sehen. So, jetzt sind wir im Menü. Wenn ich jetzt die Tasten gedrückt halte, dann ist das eigentlich unmöglich, die richtige Stelle zu treffen, die ich möchte. Wie ihr seht, wenn ich die Taste loslasse, ist der einfach irgendwo random, keine Ahnung wo. Zum Beispiel bei Spielladen. Okay. Und das ist ein kleines Problem. Wir wollen, dass sich das Menü nur ändert, wenn die Taste losgelassen wird, beziehungsweise wenn sie gedrückt wird, soll sich das Menü ändern. Und erst wenn sie wieder losgelassen wird und nochmal gedrückt wird, soll quasi sich das Menü nochmal verändern können. Also wenn ich gedrückt halte, soll nichts passieren. Und das machen wir jetzt ganz einfach. Das ist wirklich einfach. Wir machen dazu nochmal eine neue Bedingung rein. Wo haben wir es? Da haben wir es. Bedingte Verzweigung. Und brauchen einen neuen Schalter. Den Schalter nennen wir, wie nennen wir ihn? Wie habe ich ihn bei meinem anderen Projekt genannt? Ich muss mal kurz gucken. Ich hatte ihn genannt, Taste gedrückt einfach nur.
Taste gedrückt. So könnte man ihn zum Beispiel nennen. So. Okay. Wenn Taste gedrückt an ist, oder wenn Taste gedrückt aus ist, macht mehr Sinn, dann soll das passieren. Und wenn die Taste gedrückt wird, ja gut, das brauchen wir eigentlich nicht. Wenn die Taste gedrückt wird, also nochmal, wenn die Taste, wenn keine Taste gedrückt wurde, nee, Quatsch, wie erkläre ich denn das am besten? Wenn Taste gedrückt aus ist, dann passiert das hier alles. Schaltet aber dann, wenn es passiert ist, Taste gedrückt an. Das heißt, es kann nicht nochmal passieren. Wenn ich jetzt nach rechts drücke, werdet ihr sehen, wird das Ganze nicht nochmal passieren. So, ich halte jetzt rechts gedrückt, aber es passiert nichts. Und jetzt, wenn ich mehrmals drücke, passiert erstmal gar nichts, weil ich den Switch ja nicht wieder ausschalte. Aber das soll jetzt erstmal nicht das Problem sein. So, jetzt kopieren wir uns das Ganze mal hier auch bei nach links gedrückt rein. Müssen aber kurz mal den Inhalt wieder rauslöschen und nehmen den Inhalt hier. So, aber den Schalter steuern braucht man natürlich trotzdem. So, haben wir. Wenn rechts gedrückt wird, geht er nach rechts. Wenn ich links gedrückt wird, geht er nach links. Es sei denn, es wurde bereits eine Taste gedrückt. Wenn die Taste gedrückt wurde, aktiviert es natürlich, eine Taste wird gedrückt. Ich hoffe, ich kann das gut erklären. Ich denke mal, man versteht es, was da gerade passiert. So, das Problem ist jetzt, wie deaktiviere ich diesen Schalter eigentlich wieder? Das ist eigentlich das Einfachste, mehr oder weniger. Wir gehen hier wieder auf Taste rechts wird gedrückt und machen eine Else-Bedingung rein. Wenn Taste rechts gedrückt wird, passiert das. Ansonsten fragt er ab, ob Taste links gedrückt wird. Wenn Taste links gedrückt wird, passiert das hier und ansonsten passiert das hier. Also wenn weder Taste rechts noch Taste links gedrückt wird, wird er den Schalter wieder ausschalten und dementsprechend, sobald ich alle Tasten loslasse, die von Bedeutung sind und dann wieder eine Taste drücke, kann ich durchs Menü gehen und schon haben wir die Möglichkeit, durchs Menü zu switchen. Das ist doch schon mal sehr gut. Wir sind schon sehr, sehr weit gekommen. Leute, wir sind sehr, sehr weit gekommen. Und nun fangen wir an mit den Funktionen. Die Funktionen werden natürlich dann über die OK-Taste, in dem Fall Enter, ausgelöst. So, wir löschen mal kurz hier Taste gedrückt aus, wieder raus. Machen eine neue Bedingung rein. Vierte Seite, Taste, okay, wird gedrückt. Und jetzt brauchen wir nochmal die Sonst-Bedingung, weil auch die OK-Taste darf nicht gedrückt werden, sonst wird das nämlich nicht deaktiviert, dass Taste gedrückt wurde. Gut, nun brauchen wir eigentlich im Grunde noch den Befehl Taste gedrückt an und den Befehl, wir brauchen noch einen zweiten Schalter oder in keine Ahnung, wie vielten Schalter wir schon mittlerweile sind. Sechsten. okay. In Klammern Menü. Wenn wir okay im Menü drücken, also quasi bestätigen, soll etwas ausgelöst werden. Und das, was ausgelöst wird, passiert dann entweder auf einem extra Event, muss aber nicht unbedingt sein. Wir machen es einfach im selben Event. Wir machen es einfach ganz unten hin, denke ich mal. Und dann ist das auch vollkommen okay. Also, bedingte Verzweigung, Schalter, OK-Menü ist aktiviert und fertig. Wenn der Schalter aktiviert ist mit dem Menü, mit dem OK-Menü, dann wird erstmal abgefragt, welchen. Nein, stopp! Ich habe einen Fehler gemacht. Ha, es geht auch viel klüger. Ich habe einen Fehler gemacht. Haha. Wir machen es direkt hier im If-Title-Menü rein. So, zack. Viermal. Dann können wir nämlich die Nummern gleich abfragen, beziehungsweise fragen erst die Nummern ab, fragen dann ab, ob die Taste gedrückt wurde. So. Wir fangen an mit dem ersten. Beim ersten
ist es eigentlich wirklich richtig, richtig einfach, das Ganze zu machen. Weil wir einfach nur die Bilder alle löschen. Das ist eigentlich klar. Wir löschen alle Bilder, die wir haben. Das ist wichtig, dass wir wirklich alle löschen. Das ist jetzt ein bisschen viel, aber einfach zu machen, wirklich. Bild Nummer 2 hatten wir verwendet. Bild Nummer 4, nein, nicht 3, 4, wir können auch 3 auch noch löschen. Bild Nummer 5 haben wir verwendet. Alle Bilder, die wir verwendet haben, löschen wir jetzt einfach. Bild Nummer 8 wäre dann, glaube ich, das nächste. Dann Bild Nummer 9 haben wir verwendet für den zwinkernden Fisch. Ihr löscht ihr einfach alle Bilder, die ihr verwendet habt in eurem Menü. In eurem Menü werden das dann vielleicht andere Nummern sein und vielleicht auch weniger Nummern oder mehr Nummern. Das spielt ja keine Rolle. Wichtig ist nur, dass ihr einfach alle löscht. Alle Bilder, das komplette Menü muss gelöscht werden. So. Und 23. So. Nun werden wir den Sound einfügen, der quasi zeigt, dass ich die Taste gedrückt habe. Quasi den Bestätigungssound. Das machen wir bei SE abspielen. Und da ist standardmäßig, ist da, glaube ich, oh, der hier. Ja, der hier war es, glaube ich. Ja, der war's. Genau, den nehmen wir, den spielen wir ab. Und anschließend teleportieren wir den Spieler einfach auf eine neue Map. Wir können auch, und das kriegt ihr sicherlich, denke ich mal, selber hin, direkt auf der Map hier sogar losspielen, wenn ihr das möchtet. Aber ihr könnt es auch einfach rüber teleportieren, so wie ich das jetzt mache. Einfach ganz simpel Spieler übertragen auf eine andere Map. Zack, bumm, fertig. Mehr ist es im Grunde nicht. Und überblenden könnt ihr euch aussuchen, entweder schwarz, weiß oder keine Blende. Richtung machen wir einfach nach unten und fertig. So, gucken wir mal, ob wir ein neues Spiel starten können. So, bevor wir aber ein neues Spiel starten, muss ich noch mal kurz eine kleine Ergänzung machen, die ich vergessen hatte. Ihr müsst natürlich auf der neuen Map, in die ihr euch dann teleportiert, natürlich ein Event erstellen, welches die Wettereffekte, das Bildschirmtönen und die Transparenz wieder auf ausschaltet. Ansonsten habt ihr nämlich das Problem, dass ihr eben dann noch den Wettereffekt vom Titlescreen habt, das Bildschirmtönen vom Titlescreen und die Spielfigur nicht zu sehen ist. Also das Ereignis hier müsst ihr auf jeden Fall auch noch erstellen. Es ist bei mir bereits auf der zweiten Map mit drauf gewesen. Und dementsprechend musste ich das im Tutorial nicht machen, aber ich habe es jetzt mal schnell mal nachgetragen und werde das dann reincutten. Okay, tschüsseli und viel Spaß weiterhin mit meinem Tutorial. Und tada! Soweit sind wir schon. Wir können ein neues Spiel starten. Und alles funktioniert. Das ist doch mal schön, oder? Es gibt keine Probleme. Alles funktioniert. Das ist doch Wunderbärchen. So, und wenn ich jetzt hier auf Escape drücke, Spiel endet, zum Titel, bin ich wieder da, wo ich hin will, beim Hauptmenü. So, die anderen funktionieren noch nicht, aber die anderen sind auch nicht wirklich schwerer. Das ist jetzt nur vielleicht ein bisschen komplizierter, weil ihr vielleicht nicht ganz nachvollziehen könnt, wofür die Script-Calls genau sind. Aber da werden dann einfach nur Script-Calls verwendet. Das ist jetzt nicht so kompliziert umzusetzen. Es ist vielleicht nur nicht so leicht nachzuvollziehen, dann, was da genau passiert. Wir kopieren auf jeden Fall wieder den Sound abspielen. Den können wir eigentlich überall reinkopieren. Außer bei der letzten Option, beim Spiel beenden, brauchen wir es nicht, weil der wird dann nicht mehr abgespielt. Da ist das Spiel dann schon aus, wenn der abgespielt wird. Das passiert auf gut Deutsch niemals. So, an zweiter Stelle kommt ein Skript. Also hierbei, wenn Title-Menü 1 ist, kommt ein kleiner Skript. Und dieser Skript lautet dann folgendermaßen: Scene Manager, ich hoffe, ich vertippe mich wieder nicht, push und dann einfach die Szene, die wir laden möchten. Und das ist in dem Fall Scene Load,
weil wir wollen ein Spiel laden. Gut. See no load. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Großen, aber was, wenn einfach mal gar keine Speicherdatei, also keine Datei vorhanden ist? Wie in unserem Fall jetzt, wir haben ja nicht mal eine Datei. Dann wird natürlich nicht der Speicherbildschirm, also der Ladebildschirm geöffnet. Dementsprechend brauchen wir dafür wieder eine Bedingung. Wir machen die Bedingung rein, ganz oben, direkt. Bedingte Verzweigung. Skript mal wieder. Und den kennen wir bereits, den Skript. Das ist einfach dataManager.isAnySafeFileExists. Klammer auf, Klammer zu, Semikolon, okay, übernehmen. Oh, else brauche ich. Entschuldigung. So, wenn eine Datei existiert, passiert das. Und wenn keine Datei existiert, wird er einfach nur einen Sound abspielen. Na gut, ich kann dann den Sound einfach jetzt so raussuchen. Sound nicht anhalten. Sound abspielen und das wäre dann Buzzer 1, glaube ich. Ich glaube, Buzzer 1 war es. Wie klingt ein Buzzer 2? Ja, auf jeden Fall Buzzer 1. Ja, Buzzer 1 war es. So, und dann können wir das Ganze auch mal ausprobieren. Ist eigentlich, wie gesagt, relativ easy. Oh, wir haben hier ein kleines Problem. Er hört nicht auf, das zu tun, weil er okay wird gedrückt, Befehl nicht wieder deaktiviert. Den müssen wir natürlich wieder deaktivieren. Ganz unten machen wir das. Entschuldigung, war mein Fehler. Mal wieder. Muss ja mein Fehler sein. Wessen sonst? Okay. Den müssen wir natürlich ganz unten wieder ausschalten. Oder ganz oben. Spielt eigentlich keine Rolle. Wir können ihn auch ganz oben ausschalten. Wir machen es ganz oben. Zack. Fertig. Als erstes wird er ausgeschalten. So. Weil sonst bleibt er ja für immer aktiviert. So. Nur wenn ich gedrückt halte, ist da ein kleines Problem. Dann funktioniert das natürlich auch. Und das ist, weil ich da nämlich nicht reingemacht habe. Taste gedrückt ist aus. Wieder ein kleiner Fehler von mir. Bedingte Verzweigung. Aber umso besser, dann könnt ihr auch mal sehen, dass ich auch Fehler mache. Und auch gleich sehen, was so alles passieren kann an Fehlern. So, Taste gedrückt muss natürlich aus sein. Ansonsten passiert das Ganze natürlich nicht. So. Also wenn ich Enter gedrückt halte, spielt er den Sound jetzt nicht. Genau, jetzt funktioniert es. Unendlich lange ab. So, hier kommt schon der Sound bei Optionen, aber da öffnet sich noch nicht das Optionsmenü. Das werden wir jetzt noch schnell zusammenfriemeln. Und das wäre dann... Ah, wir können auch erstmal... Ah, gut, wir probieren, wir machen erstmal das Optionsmenü noch rein, schnell. Und machen auch noch Spiel beenden, auch schon fertig. Und dann probieren wir alles mal aus, ob es funktioniert. Machen wir es so. So, wir kopieren einfach das rein, den Skript, und ändern einfach hier aus Load, machen wir, damit wir uns auf jeden Fall nicht verschreiben, Options. Und dann ist es auch schon fertig. Und hier machen wir einen ganz einfachen Skript rein. Beim letzten, beim Beenden, machen wir einfach CineManager.exit und dann einfach Klammer auf, Klammer zu, Semikolon, fertig. Das war's dann schon. Damit, mit diesem Skriptbefehl wird einfach das Spiel geschlossen, dann ist das Spiel aus. So, jetzt sollte eigentlich das Menü komplette Tastatursteuerung haben und eigentlich funktionieren und... Ja, sieht gut aus. Also laden können wir nicht, aber wenn wir gespeichert haben, dann wird es funktionieren. Hoffe ich. Fehler passieren auch mir. Ja, und wir kommen in den Ladebildschirm und können ganz normal laden. Spiel beenden, zurück zum Titel und es geht alles ganz normal. Optionen haben wir hier, funktioniert. Und Spiel beenden funktioniert auch. Alle Optionen funktionieren. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Nun gibt es aber ein kleines Problem noch. Ja, das habe ich nämlich auch schon mal gehabt. Und ich weiß, dass es ein Problem ist. Wenn ich jetzt in einem Spiel drinne bin und jetzt Escape drücke,
Spielende drücke und jetzt Enter drücke und gedrückt halte, dann passiert nämlich das. Und das ist nicht das, was wir wollen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Spieler die Enter-Taste gedrückt hält. Aber ihr wisst, es kann in der Theorie passieren. Und wir wollen ja möglichst Fehler komplett verhindern. Das heißt, wir müssen direkt am Anfang Taste gedrückt auf Anschalten. Wenn das Menü startet, das war hier. Wenn das Menü startet, Taste gedrückt ist an. Fertig. Es wurde eine Taste gedrückt, behaupten wir einfach mal. Ob das jetzt stimmt, das spielt ja keine Rolle. Wir behaupten es einfach mal. So, das hier, was bei OK wird gedrückt, passiert, soll nur passieren, wenn keine Taste gedrückt wird. Das heißt, wir machen wieder eine Bedingung rein. Bedingte Verzweigung, Schalter, Taste gedrückt ist wieder aus. Das Übliche kennen wir ja bereits. Ich glaube, mittlerweile hat es auch der Letzte verstanden, wie das Ganze funktioniert. Zack. Und wenn OK nicht gedrückt wird, else, dann wird Taste gedrückt. Das war die falsche. Warum habe ich hier... Ach, Quatsch. Alles richtig, alles richtig. Ich war gerade kurz verstört. Okay, bei else machen wir jetzt einfach Schalter steuern, Taste gedrückt auf aus, fertig. Okay, genau. Also gehen wir jetzt standardmäßig davon aus, dass der Spieler, wenn das Menü offen ist, dass er eine Taste gedrückt hält. Gucken wir mal. Wenn ich jetzt Enter gedrückt halte, passiert nämlich gar nichts. Außer, dass die Animation schneller abgespielt wird. Warum wird die Animation schneller abgespielt? Das ist etwas merkwürdig. Das ist wirklich merkwürdig. Warum ist denn das? Das ist lustig. Kann ich mir nicht mal erklären. Das muss ich nochmal angucken. Ihr habt es gerade auch gesehen, oder? Die Animation wird schneller abgespielt. Tatsächlich. Warum wird die Animation schneller abgespielt? Das ist ja witzig. Das ergibt gar keinen Sinn, oder? Okay, hier haben wir dann auch noch das Problem. Das ist ja natürlich aber auch logisch, weil wir haben die Taste gedrückt, hier gar nicht aktiviert. Das müssen wir auch noch machen. Am Ende. Die Taste wird gedrückt, das wenn wir hier dann gedrückt halten. Aber warum bewegt sich der Rock schneller? Wenn ich Enter drücke? Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Das ist total unlogisch. Warum sollte er sich schneller bewegen? Warum skippt er dann die Frames? Das ist ja lustig. Wieso passiert das? Ich gucke mal in mein anderes Projekt, ob das da auch so ist. Nein. Doch, tatsächlich ist es auch so. Das ist ja merkwürdig. Ihr seht es ja. Das ist ja merkwürdig. Nein, jetzt ist es nicht. Jetzt ist es aber. Das ist ja echt komisch. Jetzt wieder nicht. Das ist ja echt merkwürdig, warum das ist. Keine Ahnung, kann ich nicht erklären. Mache ich am Ende nochmal ein Ergänzungsvideo, wenn ich es rausgefunden habe. Kommt nochmal ein kleiner Zusatzpart. Aber im Normalfall wird keiner die Enter-Taste gedrückt halten. Aber wenn ich das mal rausgefunden habe, warum das so ist. Wie gesagt, eigentlich dürfte das nicht sein. Spielt keine Rolle. Ignoriert das jetzt. Ich mache dazu dann nochmal ein extra Video. Wenn ich es dann rausgefunden habe. So, wir haben jetzt die komplette Tastatursteuerung fertig. Mit Tastatur lässt sich das komplette Menü jetzt hier steuern. Also wir können hier auf neues Spiel gehen, ein Spiel starten, Spiel beenden, zurück zum Titel. Ich halte jetzt die Enter-Taste gedrückt. Komischerweise ist dann die Rock-Animation schneller, warum auch immer. Und kam hier rein und die Rock-Animation ist irgendwie komischerweise schneller, wenn ich Enter gedrückt halte, warum auch immer. Aber auch nur kurzzeitig. Aber es ist halt so. So, und es passiert nichts, wenn ich Enter gedrückt halte. Wunderbar. Das funktioniert soweit. Und jetzt machen wir die Mausunterstützung auch noch in den Input rein. Ihr seht, der Input wird immer länger. Aber das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Machen wir die Mausunterstützung rein. Das wird jetzt ein bisschen kniffliger. Wir werden dazu
auf jeden Fall dann auch ein Plugin verwenden. Aber wozu das Plugin dann wieder gut ist, das kann ich nur erklären, indem ich es jetzt einfach nicht verwende. Wir gehen erstmal in den Input rein und bauen uns jetzt einen kleinen Input zusammen. Das ist etwas kniffliger, den Touch-Input zu bauen. Werdet ihr gleich sehen. Das werdet ihr dann gleich sehen. Was ich damit meine, warum das ein bisschen kniffliger ist, das Ganze. Genau. Wir werden als erstes aber das Plugin reinmachen und deaktivieren es dann später einfach. Dann kann ich es euch erklären. Wir verwenden das Move-Fix-Plugin. Maus-Move-Fix-Plugin. Was ich gebastelt habe, wie das funktioniert, werde ich am Ende dieses Videos nochmal kurz erklären. Ich denke mal, das wird die wenigsten interessieren. Kopiert euch das einfach rein. Es ist in dem Ordner drin, Download in der Videobeschreibung und sowie die Grafiken. Und dadurch kann ich dann etwas korrigieren, was für mein Menü so nicht gewollt ist. Sagen wir es mal so. Also ich brauche es so nicht. Ich brauche es anders. Und ihr werdet dann gleich sehen, wofür das Ganze gut ist. Das werde ich dann gleich erklären. So. Wir haben nämlich ein kleines Problem. Wenn ich jetzt, ich zeige es euch am besten jetzt sofort, dann vergesse ich es nicht. Wenn ich jetzt nämlich, ich baue jetzt mal zwei Skripts hier ein. Die mache ich mal ganz unten, dann kann ich sie schneller finden und wieder rauslöschen. Wir bauen hier mal zwei Skripts ein. Zwei Stück. Oder einer reicht ja eigentlich. Console.log, Klammer auf, Touch. Input Punkt Unterstrich X plus hier Anführungszeichen Leerzeile Anführungszeichen plus Touch Input Punkt Unterstrich Y Klammer zu Semikolon. Kann man eigentlich auch weglassen, das Semikolon, aber es ist nicht so wichtig. So. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt funktioniert. Gucken wir uns das Ganze mal an. Jetzt habe ich das, ich mache mal das aus. Das Mouse Move Fix Plugin. Dann kann ich es euch jetzt mal da durch den Skriptbefehl erklären. So. Ah, ich habe Console Loss geschrieben statt Console. Ah, Tippfehler. Ich sag ja, Tippfehler sind das größte Problem. Ich hasse Tippfehler. Ich hasse es einfach. Wahrscheinlich lacht ihr alle gerade. Ihr habt es alle gesehen. Warum habe ich Lost geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bin ich ein bisschen zu müde. Ist egal. So. Okay. Wenn ich jetzt F12 drücke, sehe ich ja die Konsole. Und da sehe ich ganz viele Nullen. So. Ganz viele Nullen. Und egal, wo ich die Maus hinpacke, ich sehe nur Nullen. Nullen, egal wo die Maus sich befindet. Es ändert sich nichts. Aber wenn ich klicke, seht ihr plötzlich andere Zahlen dort. Und wenn ich die Maus geklickt hin und her fahre, also die Maustaste gedrückt halte, seht ihr, wie sich die Zahlen ändern. Okay? Und dadurch könnt ihr dann auch abfragen, ob die Maus über den Buttons ist. Aber das geht momentan nur, wenn die Maustaste gedrückt wird. Sobald ich loslasse, ändern sich die Zahlen nicht mehr. Und das ist halt ziemlich schlecht, weil ich dann gar nicht abfragen kann, wo sich die Maus jetzt befindet. Das funktioniert nur, wenn auch geklickt wird. Und das ist ziemlich nachteilhaft. Und dafür ist dann mein Mouse Move Fix Plugin. Das schalte ich jetzt mal kurz an. Und dann werdet ihr jetzt sehen, dass er die Mausabfrage auch macht, wenn die Maus nicht geklickt wird. So. Wie ihr seht, ich halte jetzt die Maus nicht gedrückt. Und das funktioniert einfach eiskalt sofort. Also, egal wo ich die Maus hinbewege, es funktioniert einfach direkt. Und das ist halt ziemlich gut, wirklich. Das ist im Grunde das, was wir brauchen. Gut, nur zur Information. Es dient einfach dazu, die Mausposition abzufragen, auch wenn gerade nicht geklickt wird. Mehr ist es im Grunde nicht. Dafür ist es da. Über den Befehl hier könnt ihr euch übrigens auch die Position der Buttons abfragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, wo befindet sich der Button neues Spiel? Der befindet sich
hier unten ab. Hier, 659. Gut, wissen wir ja eigentlich. Und geht runter bis 720. Okay? Das könnt ihr ja relativ gut sehen. Hier bis 720 geht er runter in der Y-Koordinate und fängt bei. Ihr könnt es rechts sehen, bei 659 an. Okay. Und dann ist es geviertelt. Also, das ist dann nur mathematisch. Das müssten dann hier ungefähr 320 sein. Ja, 320 genau. Und das sind dann hier 640. Wie ihr seht, haut das ganz genau hin. Und so weiter und so fort. 960 sind es dann irgendwo hier, genau. Und hier sind es dann 1280 sind es dann hier. Okay, alles klar. Gut, dass ihr das auch nochmal gesehen habt, wie ich auf die Zahlen komme. Also ihr könnt dann auch rausfinden, wo eure Buttons sind, indem ihr einfach diesen Befehl hier reinschreibt. Console.log, Klammer auf, Touchinput, Punkt, Unterstrich X. Und dann könnt ihr dann noch das Plus und die hier Anführungszeichen, das Leerzeichen reinmachen und das nochmal ein Plus, damit einfach ein Leerzeichen zwischen den zwei Zahlen ist, damit man das unterscheiden kann. Und dann einfach Touch Input und dann Y reinmachen. Ihr könnt auch noch hinschreiben, zum Beispiel Y Doppelpunkt und dass ihr dann wisst, da ist Y. Und ihr könntet dann auch hier reinschreiben, hier x Doppelpunkt plus so zum Beispiel, dass das dann x ist, dass ihr das dann wisst. So, aber gut. So viel dazu, das brauchen wir nicht mehr. Wollte ich euch nur mal zeigen, dann könnt ihr genau rausfinden, wo sind eure Buttons, exakt, wo fangen sie an, wo hören sie auf. Und das ist jetzt nur mal rein informativ für euch. Wie das Plugin genau funktioniert, wie gesagt, zeige ich am Ende des Videos, weil das ist jetzt eigentlich nicht Teil des Tutorials. So, gut, dann werden wir jetzt die Positionsabfragen machen. Das sind Zahlen, die ich bereits ermittelt habe und ich habe euch das ja im Grunde jetzt nochmal erklärt, wie ich da jetzt auf diese Zahlen komme. In der Theorie glaube ich, denke ich mal, dass das jetzt relativ verstanden wurde. Also, ach, jetzt habe ich den Befehl schon rausgelöscht. Kann ich auch theoretisch nochmal reinmachen, dann kann ich es euch nochmal ein bisschen besser verdeutlichen vielleicht. Console.log, Klammer auf, in Touch-Input, Entschuldigung, ich glaube Touch-Input war es, Touch-Input, Punkt, Unterstrich Y, X brauchen wir jetzt erstmal nicht, Y und fertig. Ich hoffe, jetzt funktioniert es. Okay, funktioniert. Und wir wollen jetzt hier oben bei ziemlich genau 660 ansetzen und gehen runter bis 720. Okay. Also von 660 bis 720 müssen wir überhaupt erstmal abfragen. Also fragen wir ab mit einer bedingten Verzweigung. Ist, so, hier, Skript. Skript. Ist Touch Input Punkt Unterstrich, also Touch Input Punkt Unterstrich Y größer gleich 660 waren es, glaube ich. Ups. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es 660. Ich habe es gerade eben erst gemessen. Es muss 660 sein. Ich bin mir da fast sicher, dass es 660 waren. Und was auch wichtig ist, Touch Input Punkt Unterstrich Y kleiner gleich 720. 720. Also ist es irgendwo dazwischen die Maus, also zwischen 660 und 720. Wenn es irgendwo dazwischen ist, dann passiert das, was hier drin ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann passiert gar nichts. So, wir können mal kontrollieren, ob das hinhaut. Ich mache mal meinen Konsolenlog da rein. Er wird jetzt die Werte nur ausspucken,
wenn meine Maus auf der richtigen Höhe ist. Gucken wir mal, ob das Ganze hinhaut. So, zack. Und es funktioniert. Also hier oben spuckt er nichts mehr aus. Sobald ich mich dahin bewege, zack, fängt er an. Und hört nicht mehr auf. So, wie ihr seht. Wunderbar. Wunderbärchen, das funktioniert schon mal. Also, wir fragen ab, ob die Maus innerhalb dieses kleinen Streifens ist. So, als nächstes haben wir verschiedene X-Koordinaten. Das ist ja eigentlich relativ klar. Immer für jeden Button eins. Wenn ihr die Buttons untereinander anordnet, braucht ihr natürlich verschiedene Y-Koordinaten. Und dann ist die X-Koordinate ja immer dieselbe, denke ich mal. Also, wenn ihr sie, es sei denn, ihr ordnet sie schräg an, dann müsst ihr das für jeden Button extra machen. Aber das ist auch nicht das Problem, denke ich mal. So, wir kopieren das, fügen es ein, ändern die Ys zu Xs. Wie gesagt, das soll alles nicht das Problem sein. Wichtig, nicht vertippen. Also das ist so wichtig. Also manchmal ist das echt schlimm. Da vertippt man sich schneller, als man denkt. Wir machen von 1 bis 320 waren es. Ja, 320 ist ein Viertel. So, okay. Wenn es irgendwo dazwischen ist, dann soll gefragt werden, ob die Maustaste gedrückt wird. Also einfach, kopieren das mal Ganze mal, if, dammit, das war nicht das, was ich wollte. So, jetzt, if touch input und dann einfach is triggered, triggered, nicht triggeress. Wie gesagt, nicht vertippen. Ganz wichtig. Touch Input ist triggered. Ich hoffe, ich habe alles richtig geschrieben. Ich hoffe es einfach mal. So. Gut. Also, wenn sich die Maus zwischen Y660 und Y720 befindet und X über 1 und X unter 320 befindet, dann und die Taste gedrückt wird, soll erstmal das Menü aktiviert werden. Schalter steuern, Menü aktiviert. Okay. Gut. Und, was auch wichtig ist, wir müssen eins nämlich ändern. Variable steuern, wir müssen das Menü nämlich ändern. Title Menu, und das ändern wir einfach auf die Position 0. Konstante 0. Fertig. Das brauchen wir jetzt alles. Und kontrollieren das Ganze jetzt mal, ob das Ganze funktioniert. Wir gehen hier auf Option, fahren die Maus hier runter und sie geht automatisch von Option auf neues Spiel. Perfekt. Und wenn ich klicke, wird ein neues Spiel gestartet. Alles klar, alles funktioniert bestens. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich. So, das kopieren wir einfach nochmal. Dreimal brauchen wir das. 1, 2, 3. Damit wir es viermal haben insgesamt, ändern dann jeweils das, den Index vom Title Menu. So. Und jetzt müssen wir noch die Koordinaten ändern. Das ist halt auch sehr wichtig. Aber nicht vertippen, nicht, dass ihr irgendwas Blödsinniges macht. So, am besten wirklich nur die Zahlen ändern, dann kann eigentlich nicht viel passieren. Okay, 640 wären das dann dementsprechend. Größer gleich 321. Okay. Gut, next. So, das sind dann dementsprechend 641 bis 960. Okay. Und das ist dann beim letzten Mal 961 bis 1280. Und jetzt sollte eigentlich alles funktionieren. Und ich bin gespannt. Dann wären wir schon fertig. Dann wäre die Maus-Input komplett durch. Und sieht gut aus. Oh, sieht sehr gut aus sogar. Das Einzige, wenn die Maus drauf ist auf den Buttons und ich jetzt die Tastatur drücke, passiert gar nichts. Also es flackert kurz auf, aber es hat keine Chance gegen meine Maus. Die Maus ist einfach definitiv wichtiger. Das ist halt ein bisschen nachteilhaft, aber soll jetzt auch nicht das größte Problem sein, denke ich mal. So, und dann können wir hier Spiel laden und Optionen und neues Spiel, Spiel beenden und
beenden, fertig. Die Maus funktioniert, Maus-Support funktioniert komplett. Im Grunde funktioniert das komplette Menü jetzt. Wunderbar, wir sind fertig. Das war doch einfach, oder? Also, wir haben es gemeinsam geschafft, das komplette Menü fertig zu machen. Und ich denke mal, wir werden jetzt noch mal kurz erklären, wie dieses Maus-Plugin funktioniert. Das ist eigentlich relativ easy, wirklich. Das ist noch einfacher als das andere Plugin. Das gucken wir uns noch an. Wenn ihr es nicht sehen wollt, macht ihr an dieser Stelle aus. Schreibt irgendwas in die Kommentare, wie cool mein Video ist und liked es, wenn ihr es wollt. Oder lasst es halt bleiben. Es ist auch nicht so schlimm. Ich kann damit leben. Wir gehen in den Spielordner. Und da... ich habe Studio Code ja sogar noch offen. Umso besser. Visual Studio Code habe ich noch offen. Und ich habe die Plugins auch noch offen. Umso besser. Mouse Move Fix Plugin. Hier haben wir es. Das ist wirklich nur dieses kleine Stück. Mehr ist das nicht. Das ist so easy peasy, dass ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Also wir suchen mal hier nach diesem Stück Code. So. Und das finden wir hier bei rpgcore.js. So. Und was habe ich geändert? Im Grunde, ich kann es ja mal nebeneinander halten. Dann könnt ihr das besser sehen. So, Mouse Move Fix. Hier. So, das ist das alte und das ist das neue. Im Grunde habe ich nur dieses if this mouse pressed rausgenommen. Das heißt auf gut Deutsch, das was hier passiert, passiert auch, wenn die Maus nicht gedrückt wird. That's it. Das ist alles. Mehr ist es nicht. Es ist im Grunde wirklich, ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben, dass die Abfrage nur stattfindet, wenn die Maus gedrückt wird. Aber ich habe im Grunde wirklich nur Folgendes gemacht. Die Zeile rauslöschen, die Zeile rauslöschen. Einmal zack, 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 fertig. Mehr war es nicht. Also, ihr müsst da meinen Namen wirklich nicht in die Credits schreiben. Und und ihr könnt das Plugin auch einfach komplett selbst schreiben. Das ist total easy. Aber ihr könnt auch meins verwenden. Und ja, wenn ihr es denn wollt. Ihr müsst es aber nicht verwenden. Das Menü funktioniert theoretisch auch ohne. Ihr könnt das ja gleich mal gucken. Theoretisch funktioniert das Menü auch ohne. Ist dann halt nur ein bisschen blöd. Stop. Wir können das Plugin ja auch mal ausschalten. So, Status aus. So. Und das ist dann halt, wie gesagt, ein bisschen blöd. So. Weil jetzt funktioniert das hier nicht, wie ihr seht. Und nur wenn ich gedrückt halte, wenn ich jetzt die Maus gedrückt halte, dann erkennt er das. Aber... ansonsten erkennt er nicht, wo die Maus ist. Und wenn ich jetzt drücke auf Beenden, beispielsweise beendet er das Spiel zwar, aber vorher war der Button halt nicht markiert. Und das ist halt sehr, sehr unschön. Das ist halt sehr, sehr unschön hier. Es funktioniert halt einfach nicht so, wie man es gewohnt ist von vernünftigen Spielen, denke ich mal. Das Problem an der Sache ist auch, ich kann das mal kurz im richtigen Menü zeigen. Skip Title Screen machen wir mal aus. Im richtigen Title Screen. Wie haben sie es denn dort gelöst? Ganz einfach. Dort ist es so, tatsächlich, und das ist richtig merkwürdig, dass man zweimal draufklicken muss. Also ich muss jetzt wieder, wenn ich Optionen will, muss ich da zweimal draufklicken. Das finde ich irgendwie... also einmal zum Selektieren, also zum Auswählen, und einmal nochmal zum Bestätigen. Und das finde ich halt irgendwie unelegant gelöst, finde ich persönlich. Und das finde ich einfach mit meinem Plugin... etwas eleganter gelöst. Ich weiß nicht, ob es da nochmal ein anderes Plugin gibt, irgendwo auf der Welt, welches, quasi dieselbe Funktion hat. Wenn ihr bereits ein Plugin habt, welches genau das gleiche umsetzt, braucht ihr meins natürlich nicht. Genau dasselbe wie beim Skip Title Screen. So, und schon funktioniert es wieder. So wie wir es brauchen. Der Fisch wackelt hin und her, zwinkert. Oh, ist der süß. Und, upsala, nicht öffnen, speichern. Gut, das war's. Ihr habt, denke ich mal, alles soweit verstanden. Der letzte Part des Tutorials ist vorbei. Wie gesagt, warum der Rock, wenn ich Enter gedrückt halte, die Animation schneller abspielt, werde ich nochmal rausfinden. Vielleicht schaffe ich das und mache dann nochmal einen extra Part, noch einen zusätzlichen letzten Part. Vielleicht finde ich das mal die Tage raus. Aber das Menü funktioniert auf jeden Fall. Ihr seht es funktioniert nur, wenn jemand Enter gedrückt hält, warum auch immer man das tun sollte. Dann ist das irgendwie ein bisschen komisch und verbuggt, aber da muss ich einfach nochmal gucken, woran das liegen könnte.
Ich schaue mir das nochmal genauer an. Sagen wir es mal so. Tschüsseli, bis zum nächsten Mal. Euer Donfi. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Kommentar wäre auch nicht schlecht. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Das war's. Tschüss.